Mir geht es um die Finanzierung der Grundrente. Denn die Grundrente der Großen Koalition soll finanziert werden durch das, was der Finanzminister Finanztransaktionssteuer nennt. Eine Finanztransaktionssteuer, die geistert schon seit Jahren durch die politische Debatte. Gemeint ist damit, dass man bei spekulativem oder sehr schnellem Handeln an den Kapitalmärkten eine Steuer einführt. Das war gedacht dafür, Geld abzuschöpfen, aber auch um bestimmte Geschäfte unrentabel zu machen. Also sehr schneller Handel mit ganz, ganz kleinen Gewinnmargen. Das wollte man verhindern durch eine solche Finanztransaktionssteuer. Die kann man diskutieren, auch das ist jetzt nicht mein Thema, sondern worauf ich hinaus will, ist, es kommt keine Finanztransaktionssteuer für Spekulation oder Hochfrequenzhandel, sondern was die GroKo jetzt macht, ist eine Aktiensteuer einführen, um die Grundrente zu finanzieren. Konkret bedeutet das, jeder von euch, der im Monat sinnvollerweise über einen Sparplan eine Aktie, einen Aktienfonds, ein anderes Wertpapier kauft, der wird zukünftig zahlen müssen. Zum Beispiel erzählte mir ein junger Mann, der meinen Podcast produziert, dass er jeden Monat ein paar Euro in einen ETF, also einen passiv gemanagten Aktienfonds investiert, um sich etwas aufzubauen, etwas anzusparen. Der muss zukünftig zahlen, obwohl der erst am Beginn des Lebens ist und versucht, ein Stück wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen, indem er eigene Rücklagen hat. Und das macht man sinnvollerweise heutzutage nicht auf dem Sparbuch, wo es keine Zinsen gibt, sondern sinnvollerweise an den Kapitalmärkten, weil man profitieren will vom Zuwachs an Wert und an Gewinnausschüttungen von großen Unternehmen. Das muss man ja nicht nur einigen wenigen Investoren überlassen. Wir brauchen sehr viel mehr Menschen, die auch am Kapitalmarkt investieren. Und ausgerechnet das wird nun weniger attraktiv gemacht. Die sollen zahlen. Das muss man sich vorstellen. Jemand, der gar kein Vermögen hat und sich eins aufbauen will als Vorsorgesparer am Kapitalmarkt, der wird zur Kasse gebeten und auf der anderen Seite wird das Geld dann an Menschen gegeben, die vielleicht überhaupt gar nicht bedürftig sind und die bekommen dann diese Zuweisung. Und das ist absolut unfair. Es ist auch absolut ein falsches Signal, weil wir ja mehr private Vorsorge auch über das Rentensystem hinaus wollen. Für mich steckt dahinter so eine Art Mentalitätswandel in Deutschland. Grundrente, Basisrente, Vorsorge oder Aktiensteuer und Mietendeckel und die Grünen wollen kein Einfamilienhaus mehr durch die Bauwende, so nennen die das, genehmigen und bedingungsloses Grundeinkommen ist in der Diskussion. Auf mich wirkt das wie folgt. Den Menschen wird immer schwerer gemacht, wirtschaftlich unabhängig zu sein. Eigene Wohnung, eigenes Haus, für viele unerreichbar. Immer mehr gibt man an Steuern und Sozialabgaben an den Staat ab und hat immer weniger Möglichkeit, selbst etwas an Rücklage zu bilden. Immer mehr kommt man da in die Abhängigkeit des Staats, der Politik, von Transferleistungen oder von Eingriffen der Politik in die Selbstkoordination des Marktes. Da werden Menschen also von unabhängigen, stolzen Bürgern zu einer Art Staatskunden gemacht, die dann bitte schön Danke sagen müssen, wenn die Politik so oder so entscheidet. Und das finde ich genau falsch. Wir sollten alles dafür tun, dass die Menschen unabhängig im Denken sind und, so gut es geht, auch wirtschaftlich unabhängig sein können, indem sie über eigene Mittel verfügen, über die Chance verfügen, auch vielleicht am Ende eines Berufslebens Eigentum zu haben. Und aus dem Grund sind wir so stark gegen diese Aktien, gegen diese Vorsorgesteuer. Und für mich ist es unbegreiflich, dass eine früher bürgerliche Partei wie CDU und CSU sich ja selber immer genannt haben, dass die diesen Plänen von Herrn Scholz zugestimmt haben. Wir machen das nicht.